Einen wunderschönen guten Tag zu Dakar Dakar TV. Es gibt Neuigkeiten. Ja, von meinem Abmech gibt es Neuigkeiten. Und zwar, ich hatte meine bis jetzt angemalte Abmech Armea irgendwann mal gegen den Immotec gespielt, weil wir da 1000 Punkte machen wollten. Es war nicht besonders erfolgreich, aber ich hatte richtig Bock, Abmech aufs Feld zu führen. Und ja, das hat mir immerhin einen kleinen Motivationsschub gegeben, den ich brauchte, um bei diesem Projekt weiterzumachen. Und ich muss einfach sagen, ich habe endlich ordentlich Einheiten bemalt und kann jetzt tatsächlich 2000 Punkte spielen. Ungefähr, wer hätte das gedacht? Immer noch nicht, also nicht kompetitiv, das war sowieso nie der Plan, das habe ich ja schon eingangs erwähnt. Aber wir fangen einfach mal an. Ich habe neue Einheiten bemalt, ne? Ja, das sind hier diese Cerberus Raiders, heißen die, glaube ich, ne? 6 Stück an der Zahl, also eine ganze Einheit direkt. Ziemlich gut, richtig schöne Modelle, ne? Kann ich auch nochmal so ein bisschen in die Kamera zeigen hier. Hat eigentlich auch Spaß gemacht, die anzumalen tatsächlich, ne? Auch hier wieder mein grünes Detail, so, da habe ich die beim Chef hier zum Beispiel diesen Schal gemalt. Ich sehe gerade, alle haben so einen Schal, ne? Aber so sollte es sein. Ja, auch hier wieder dieses Base, ne? Dieser Charakter hier, direkt so auf so ein dreckiger Asphaltboden sozusagen, ne? Oder Betonboden, den habe ich hier quasi versucht darzustellen, dann so ein bisschen überstaubt, sag ich jetzt einfach mal, mit Industriestaub, ne? Dann teilweise hier auch noch so Zahlen, ne? Die unten auf den Boden gesprüht worden sind sozusagen, ne? Was weiß ich, hier genau, der reitet gerade über den Parkplatz Nummer 10 von Bernd Stromberg, ne? Ne? Oder es ist wahrscheinlich AC, ne? Also ganz vorne, so. Ja, habe ich nicht umsonst, das war glaube ich die erste Einheit, die ich nach dem Spiel angemalt habe, denn eines ist mir ganz klar geworden, ich war auch einfach viel zu langsam, ne? Also das Atmech-Spiel braucht auch ein bisschen Speed, man muss zu den Objectives hin, zu den Missionsmarkern. Ich kann die als ganze Einheit spielen, ich kann die aber auch als 2x3 spielen, ich glaube, die haben Pre-Game-Move. Und ich glaube, aber diese Einheit wird mir schon ein bisschen helfen, erfolgreicher zu spielen. Ich glaube, das macht sehr großen Sinn bei Atmech. Ja, welche Einheit noch viel mehr Sinn bei Atmech macht mittlerweile, sind die Chicken Walker. Ne? Wie heißen sie? Nicht Dragoons, die anderen, ne? Die Iron Strider Bellestari, ne? Ja, davon habe ich jetzt auch alle vier bemalt, kann man sagen. Ich habe ja nur 4 von denen, in Anführungsstrichen nur 4. Die brauche ich aber sowas von nötig, ne? Also Heavy Firepower, wirklich at its best. Zwillings-Cognis Laserkanone mit 3+W3 Schaden, ne? Und währenddessen, Leute, es ist auch nochmal passiert, GW hat ein Einsehen gehabt, sie wurden auch tatsächlich entnerft, sie haben wieder das Kernschlüsselwort und können deswegen auch wieder von Strategies betroffen werden und auch von Wiederholungswürfen von einem nächsten Modell, welches ich auch bemalt habe. Wo ist er? Er hat mir auch sehr stark gefällt. Ich stelle den, also die Einheit, ne, da passt er jetzt natürlich ganz gut rein. Ne? Der Skitari Marshall ist auch fertig. Ne? Wichtigstes Modell in der ganzen Atmech-Armee, ne, wird immer gespielt mit dem Relikt, mit dem Exemplar of Eternity, das der nicht nur Einsen beim Treffen wiederholen lässt, sondern auch Einsen beim Verwunden von Kerneinheiten. Das bufft die richtig gut. Ne? Ja, so hier überall auch noch mit Decals drauf. Ne? Die habe ich mich natürlich auch wieder nicht lumpen lassen. Hier auch noch Zahlen. Ne?
hier mit der Base richtig verkrusteter Dreck, staubig und auch wieder solche, ja, solche Sachen auf dem Boden, ne? Ja, Leute, das ist, jetzt reden wir doch langsam mal über Admech, ne? Leute, jetzt könnte ich mir wieder vorstellen, kann es schon mal wieder ein bisschen besser werden. So, und jetzt habe ich noch eine Einheit. Da muss ich ein bisschen sagen, ich finde die erstens cool, habe ich schon vom Vorfeld gesagt, und zweitens könnten sie auch nice sein. Und zwar die Taucheranzüge. Ja, Castellan-Roboter. Auch 4 von denen fertig, und ja, dazu kommen immer noch solche, Smiths, keine Ahnung, wie die heißen. Ihr werdet es wissen, ich weiß es eigentlich auch. Auf jeden Fall sind das die, die ihr so programmieren können. Braucht man auf jeden Fall. Ja, 4 von denen, ne? Die oberste Waffe hier, dieser Flammenwerfer, den habe ich nicht magnetisiert. Was ich alles komplett magnetisiert habe, sind die Hände, ne? Zack. Könnte man zum Beispiel da dran machen. Hier habe ich noch so eine andere Waffe. Jetzt passt die natürlich gerade nicht da dran, ist klar. Ne? So, zack. Super. Geil. So muss das sein. Komplett magnetisierte Castellan-Roboter. 4 Stück an der Zahl. Und jetzt wisst ihr natürlich auch, warum ich gesagt habe, ich kann auf einmal 2000 Punkte spielen, ne? Ja, das sind natürlich hier richtig Punkte. Ne? Die Ballestari kosten 270 um den Dreh. Ich glaube, die kosten die Castellan-Roboter noch ein bisschen mehr sogar als das. Ich versuche sie alle mal auf ein Bild zu kriegen hier. Und deswegen komme ich natürlich ganz schnell auf die 2000 Punkte. Ich habe so eine Liste, da habe ich tatsächlich noch einfach einen Skriptor, einen Inquisitor mit dazu genommen. Ne? Ja, warum denn nicht? 70 Punkte für seinen Inquisitor hilft mir vielleicht nochmal bei der einen oder anderen Mission und lässt mich 2000 Punkte spielen. Und da habe ich jetzt richtig Bock drauf, das werde ich demnächst jetzt einfach mal machen. Meine ganzen 2000 Punkte Admech aufs Spielfeld stellen und einfach mal ein bisschen Spaß haben. Ja, und das ist so ein bisschen einfach nochmal ein kleiner Zwischenstand. Ich habe natürlich noch ein paar Einheiten. Ich habe noch die Elektropriester. Ich habe noch ein Fahrzeug aus der Unterstützungssektion. Dann habe ich noch die Termite. Und auf jeden Fall auch noch 20 Vanguards, die ich anmalen muss. Ja. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Dakka Dakka TV. Danke fürs Zugucken. Ciao.